Hallo, liebe Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu Chained Echoes von mir, dem Hube, hier auf HubeTube. Folge 23 müsste das sein, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ich hoffe also, dass ihr euch was Leckeres zu essen, was Köstliches zu trinken holen könnt und ganz viel Spaß habt. Let's hop in the game. Fjordwälder. So heißt dies Ort. Was haben wir alles Tolles erlebt? Wir haben Freunde befreien müssen. Auf dem Weg nach Tormund. Du hast es fast geschafft. Und wir sind auf dem Weg nach Tormund. Und auf Valandis gibt es nur einen Wald, der größer ist als die Fjordwälder. Das Allerheiligste. Es ist verboten, dorthin zu gehen. Und wenn du mich fragst, ist es auch zu gefährlich. Ich habe gehört, dass dort Feen leben, die den Menschen Streiche spielen. Ja, hast du gut gehört? Ich bin voll raus, wie man vielleicht merkt, ne? Mein und Gestotter und gesonst was hat einfach nur den Hintergrund, weil ich gerade keine Peilung habe, was so abging. Ist einfach schon wieder ewig her. Das ist so blöd. Ich hoffe mal, das hier ist korrekt. Wahrscheinlich. Wir haben gegen das kleine Mädchen gekämpft, die ja von dem einen Typen da so ein bisschen, das heißt ein bisschen, die komplett beschissen behandelt wurde von ihm. Oh, hallo Wildschweine. Haben sie dadurch gerettet und jetzt sind wir basically hier und wieder on track nach Tormund zum Bruder von Len. Ich bin langsam wieder dran. Es ist halt, ich konnte irgendwie eine ganze Woche nicht zocken, sozusagen, weil mein freier Tag wieder draufgegangen ist für andere Dinge und dann bist du streckenweise oder bin ich streckenweise so raus, weil schlechtes Gedächtnis und alles. Rüstungsbrecherinisiere. Oh, aber ich habe das richtig vermisst. Voll schön, dass ich mal wieder zocken kann. Richtig gut. Und heute bestimmt auch mal ohne irgendwelche technischen Probleme. Schwöre. Blütensturm verursachen. So, noch ein Weitschwung. Wir befinden uns richtig schön im Overdrive. Und wo befindet ihr euch gerade so? Also, gefühlstechnisch und überhaupt. Geht's euch gut? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das würde mich voll freuen. Viel zu wenig Kommentare. Ich lese die so gern von euch. Aber gut, was beschwere ich mich? Liegt ja an mir, nicht an euch. Healings. Machen das hier ganz ein auf safe, den Kampf. Ganz ein auf safe. Oh, der Crit. So schön, Sienna. Loves you. Okay, Sienna ist gleich dead. Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt. Aber der Kampf ist jetzt auch vorbei. Ich finde, es geht hier ziemlich inflationär irgendwie mit den ganzen Toten sozusagen der Charaktere einher. Also wie häufig die mir einfach wegkrepieren. Und es halt nicht schlimm ist, weil die dann am Ende ja trotzdem ihre Erfahrung kriegen. Naja. Ich drücke, by the way, die ganze Zeit X. Gegenmittel mal 2. Weil man ja darauf spekulieren kann, dass hier irgendwo ein Schatz ist, wenn man dieses Teil sieht. Aber wenn er hier schon nirgends ist, dann wird es wahrscheinlich rechts oben irgendwie zu finden sein, das Ding. Boah, und auch die Maps wieder. Na, ich habe schon wieder so viel parallel gespielt. Schwierig. Ich weiß auch nicht, ob das hier jetzt noch zählt. Mit der anderen Map. Boah, echt weitläufig das Gebiet, ne? Das muss man ja sagen. Da ist noch so ein Boah. Jetzt hier runtergehen. Camp Eden. Mehr ist hier nicht. Okay, ich wollte gerade sagen. Das ist aber schön. Man konnte hier sehen, dass da ein Geheimweg geht. Auch sehr ungewöhnlich. Kettenschildrüstung, wenn hier gar nichts gewesen wäre. Da, Kettenschildrüstung. Oh, die ist gut. Eine Art schwere Rüstung. Dafür, dass die quasi plus null ist, so. Oh, und hier geht's auch nochmal weiter. Wie gut. Ach, und dann landet man hier im Camp. Hier waren wir ja aber schon, ne? Oh, oder auch nicht. Hallo. Wer seid ihr? Laufburschen, hm? Kommt uns nicht in die Quere. Brudi, ruhig. Ach, hier ist sogar ein... Haben wir den jetzt? Ja, haben wir jetzt. Was ist das für ein Camp?
Gott, was bist du denn, Jack? Ich soll diese Bäume fällen und Platz für die Erweiterung des Lagers schaffen. Allein wird das jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Okay, könnte Mini-Quest werden. Also ich gehe stark davon aus, dass wir einfach viel zu früh hier sind. Das Flusswasser scheint keine besonderen Eigenschaften aufzuweisen. Ich frage mich, warum die Leiche so gut erhalten ist. Okay, Bones, die Knochenjägerin. Alles klar. Und du so? Wir haben wahrscheinlich die Entdeckung des Yahoo... Hey, wer seid ihr? Verschwendet. Natürlich habt ihr die Entdeckung des Yahoos. Ihr Hus. Im Kortara-Gebirge findet man zahlreiche Riesenskelette, doch wir haben noch nie ein so gut erhaltenes Exemplar gefunden. Es sieht fast lebendig aus, man könnte meinen, es würde jeden Moment aufwachen. Okay, also wird es das. Hallo Man Bear Pig, möchtest du die Helden von Leona anbeten? Ja, klar. Nice, ich wusste gar nicht, dass wir heiliges Wasser haben. Seid gegrüßt, Abenteurer aus Valandis. Meine Stimme, die in euren Herzen widerhallt, möge die Macht längst vergangener Zeiten entfachen. Erweist euch als würdig und erhaltet meine Gabe. Hab ich Bock zu. Haben wir extrem lange nicht gemacht. Auch viel zu selten gefühlt. Noch ist es, glaube ich, kein großer Showstopper im Weiterkommen. Aber. Erstmal buffen hier. Dann gleich mal ein Ultra Move. Boah, wie er einfach auf alle geht, der Sack. Glenn ist ja immer ganz geil. Mit seiner Power-Rüstungssalve. Ist eigentlich mein Lieblingsangriff. Weil er halt auch die Debuffs verteilt. Ist richtig gut. Ah, und schön Schaden drückt, muss man ja auch sagen. So, dann kommt noch ein Weitschwung, der ebenfalls auf alle geht. Angenehm. Gelähmten Zielen verursacht. Nee. Das ist, glaube ich, ganz cool. Vor allen Dingen auch, damit unser kleiner Bade hier nicht drauf geht. Da hätte er eine kassiert. Okay. Weiß ich noch nicht. Masurka-Schirm. Ist, glaube ich, auch ganz nice. Oh, alle haben sie nicht getroffen. Was ein Schmutz. Also alle hat er nicht getroffen, so rum. Bin ich aber nicht mal Overdrive, ne? Blutet der schon? Ich glaube, der andere blutet auch noch nicht, aber ist jetzt erstmal egal. Geben hier nämlich eine Blutung hin. Oh, wir kommen dadurch immer noch nicht. Ach, come on. Das ist ja Quatsch. Aber jetzt sind wir es. Der starrt immer nur in die Ferne. Das gefällt mir noch nicht so. So, weiterer X-Hieb. Jetzt müssten sie gleich alle hintereinander fallen, sozusagen. Win, gib ihm. Und dann... wir die Erdtrommeln. Der müsste also auch down sein. Zusätzlich mit der Blutung. Können wir ja mal so einen schweren Stoß hier versuchen. Oh, er war echt schwer. Holy moly. Massenpanik, sehr schwach. Erde ist auch tankbar. Also, hier ist alles cool. Sagen wir es mal so. Die sind jetzt keine große Herausforderung. 50 TP wieder her, das wäre bei Kilian ganz praktisch. Der ist scheinbar sehr hungry, was das angeht. Helfende Hand. Sollte man bei Victor mal einsetzen, weil gleich das Auge dran ist. Das starrt aber immer nur in die Ferne, okay. Schwäche, Stärke, mehr Wasser. Dann machen wir doch einmal... ein Poesiemarsch. Nur am Buffen der Boy, aber ist voll okay. Es ist voll okay. Kritische Blutung bei dem Fels. Man kennt. Okay. Oh, der knallt richtig schön rein.
RP-Regeneration hat er nicht mehr. So. Damit ist nur noch er da. Ja. Gut. Und nochmal ein X-Hieb. Und jetzt müsste er eigentlich schon down sein. Weil Kreuzhieb regelt. Okay, dann zumindest die Blutung nach dem Kreuzhieb. 4 FP erhalten und ein Klassenwappen? Ich glaube, es gibt auch Klassenwappen. Ihr habt die Herausforderungen gemeistert, tapfere Krieger, und euch als würdig erwiesen. Nehmt das Abzeichen des Vampirs Cardillo an. Cool. Nun geht hin, tapfere Krieger und wispelgierige Abenteurer, denn ihr seid die Zukunft von Eldrea. Yeah, Vampire. Rüsten wir das hier gleich aus? Kümmert sich nur um sich selbst. Aha. Voll gut. Der hat gerade kein Accessoire an. Das ist ja auch nicht so schlau. Zumindest das hier nehmen. So, wie war denn das jetzt mit den Talenten nochmal? Ethersauger. Stellt 60 TP wieder her. Okay. Stellt die LP mit einer Wirksamkeit von 1,3 wieder her selbst. Okay. Ja, mein Gott, warum nicht? Dann wissen wir doch, wo wir sind. Achso, aber hier ist auch jetzt nichts weiter. Falscher Knopf. Aber dann können wir ja jetzt... Oh, hier ist ständig was zu machen, ne? In der Belohnungstafel. Ein bisschen was abgreifen. 5 Sammelgegenstände, betritt die Fjordwälder. Was ist das? Besiege Vince. Kaufe 3 Deals. Ein Farnsport. Oh, Farnsport müssen wir nochmal Truhen finden und so und diese Deals kaufen. Ist die Frage, ob wir das jetzt gleich mal machen wollen. Wir können ja schnell reisen und dann einfach mal nach Farnsport. Und diese Deals kaufen ist da ja, glaube ich, gar nicht so schwer und hilft uns im Zweifel ja auch. Oh, was bist du? Ach, das ist einfach nur ein Händler. Ja, die Engelsflügel muss ich im Zweifel auch vielleicht nochmal ein bisschen aufstopfen. Aufstopfen alleine. Aufstocken! So, Deals gab's doch. Hier. Irgendwo. Da oder so. Der Ultimate Dealer. Durch alles beigebracht, was er weiß. Bist du das? Einziger Markt. Aber wo war denn das? Mit den Deals. Auf eine Schnellreisekarte. Bazaar. Okay. Wir suchen hier nochmal ein bisschen. Farnsport, perfekter Ort. Ja, Farnsport, wohlhabendste Stadt. Okay, Gravas und Tare nicht behaupten. Das Gute ist ja, dass wir parallel erkunden den Großteil der Umgebung. Ja, guck mal. Cool. Ja, auch die anderen Quests rund um Truhen und sowas machen. Und ganz offensichtlich auch in der Belohnungstafel dieses hier. Steriler Schleim. Wenn wir jetzt noch Schatztruhen haben, dann haben wir ein richtig langen Kettending hier. Finde das Fioran-Pärchen. Töte ein Slors mit Gift. Ja, ich liebe es, Seemann zu sein. Ich liebe meinen Job auch. Matrosen haben kein Zuhause. Das lädt halt ein, ne? Diese Belohnungstafeln. Einfach das zu machen, was ich gerade hier mache. Und das mache ich viel zu selten in Spielen. Einfach mal 5 gerade sein lassen und rumlaufen. Erkunden. Der Meister sieht ziemlich kräftig aus. Größtes Weichei. Aha. Meister stammt aus Galtena. Ich glaube, hier werden wir auch nochmal hin müssen irgendwann. Schneller, Männer!
Weil wir sicherlich irgendwann mal den Meister kennenlernen werden. Und dann heißt es, mit ihm irgendwo hinzufahren. Jahreszeit, Hoge, Gewässer erreichen, neue Ersatzteile. Okay. Hafen damit wohl so weit abgeklappert, wie man kann, bis auf das Gebietchen hier. Oh, da ist auch nochmal eine Truhe. Schwimmendes Dorf genannt. Ärmsten der Armen. Oh ja. Kenne ich auch. Fühle ich. Rechen überschütten sich mit Parfüm. Ja. Ja. Auch so ein kleines Spleen. Die Dame dieser Hütte kümmert sich nicht nur um unsere Kranken und Verwundeten, sondern auch um Hüllen. Den Hüllen zu helfen macht keinen Sinn, wenn du mich fragst. Aha. Außerdem ist sie Wahrsagerin. Magnolia, leider nehmen wir niemanden mehr auf. Ich bin nicht in der Stimmung für... Eigentlich bin ich für gar nichts in der Stimmung. Ja, alles so Sachen... Die werden wir garantiert nochmal haben. Okay, Hüllen scheinen irgendwie Krebspatienten zu sein oder so. Alana, Menschen zu helfen ist meine Passion. Das gehört zu einem Alltagshelden. Richtig gut. Alltagshelden sind wichtig. Alltagshelden sind super. Jeder Polizist, jeder Feuerwehrmann, jede Krankenschwester lobt diese Menschen in den Himmel, denn sie haben es verdient. In aller Regel. Auch das sind Menschen. Auch da gibt's W.I. Hickser. Ich kenne leider den einen oder anderen persönlich. Deswegen darf ich das sagen. Aber generell sind das Berufsstände, wenn es jetzt um die geht, ne? Und nicht um die Menschen, die sie ausfüllen, die extrem viel Ehre kriegen sollten. Das sieht doch so aus, als könnte man darüber zu der einen Truhe gehen, die wir da gerade gesehen haben. Zählt sich das mit dem Königreich Bankett ein Monster? Bla bla bla. Okay. Ah, oh, hier sind auch nur Spirited Away Vibes. Okay. Ja nun. Ja nun, ja nun. Ha. Wo ist denn dieser Bazar? Und streicheln. Hallo. Ah, das ist so süß. Ich finde das richtig gut. Bazar. Hey du, möchtest du eine Pflaume? Ja, komm, machen wir. In Ordnung. 100 Ark. Natürlich ist sie teuer. Okay, cool. Das war ja dieses Ess niemals eine Pflaume, ne? Zögere nicht. Nein. Jetzt habe ich wahrscheinlich einfach 100 verloren, ohne was zu kriegen. So ein Schmutz. Hallo, Hundi. Ey, das triggert mich ja jetzt so ein bisschen, ne? Mit diesen... Oder war das in der Gilde? War das in der Gilde? Wir gehen mal zur Gilde. Hälfte der Sachen gestohlen. Okay. Und... Hier oben? Was war hier oben nochmal? Die Gilde, by the way. Wir gehen zur Gilde. You know. Was für Fortschritte? Ach so, ach ja, dafür müssen wir ja erst an diesen einen Ort gehen, ne? Aber das ist jetzt ein bisschen ätzend. Das ist ja jetzt Henne-Ei-Problem gefühlt. Diese Deals, ne? Das nervt mich gerade. Okay. Aber ist dann, wie es ist. Fjordwälder, dann gehen wir halt doch weiter. Scheinbar brauchen wir so ein bisschen Story-Progress auch. Automatisch kombinieren. Ja. In Rüstung, wir haben ja eine neue gekriegt. Das heißt, wir gehen da gleich mal drauf. Kettenrüstung. Keine Statuskristalle. Hier, EP erhalten nach Kill. Passt das rein? Das sind doch aber 3 Slots. Menschenkiller. Ach so, ah. Okay. Und dann kommt da ja nochmal was rein. Feuerangriff. Schwächeschäden zu ziehen. Ich weiß, wie es gemeint ist tatsächlich. So. Und jetzt Rüstung nochmal aufwerten. Das.
Und nochmal das. Ja, beste Leben. Vollständig geupgradet. Jetzt könnte da noch mehr rein, ne? Ether-Keller. LP nach Kill. Ja. Wir machen lieber das. Digga, ist die jetzt, Babo. Ist das gut? Liebe Leute, ich danke euch herzlich fürs Zusehen. Ich werde jetzt gleich offscreen nochmal irgendwie alles andere so an Schmiedekrams machen. Ich habe ja auch noch Sachen in anderen drin. Muss ich rausnehmen und dann vielleicht woanders reintun. Und ich freue mich schon sehr auf euch in der nächsten Folge. Haut bis dahin rein. Euch Uwe.